Yo, was tun wir als nächstes, verehrte Matrosen? Ich denke... Was? Ohne Scheiß. Die Steuerung, ne? Wow. Ich denke, ich habe falsch gedacht. Oder kann man auf... Kann man doch nicht, oder? Werden wir gleich sehen. Nein, kann man nicht. Mann, ich will doch bloß den Aussichtspunkt synchronisieren. Ah, hier geht's hoch. Nichts passiert. Hier war niemand. Los, komm schon. Na hopp. Ich vermisse Ezio. Ach, cool, man muss eine gewisse Anzahl, kann das sein, eine gewisse Anzahl an Aussichtspunkten freischalten und dann kriegt man eine Schnellreise dazu. Nicht schlecht, Herr Specht. So, jetzt mal gucken, wie wir am schnellsten hier runterkommen. Klar, aus der Höhe einfach abrollen. Wieso auch nicht, ne? Und den Aussichtspunkt auch noch. Hups, da habe ich einen Katholik gerammt. Also die Landmissionen sind jetzt nicht so spannend, muss ich zugeben. Der hätte ich ja ein bisschen mehr erwartet. Immerhin ist es ein, also soll es sein, ein Assassin's Creed Teil. Aber es ist schön, dass ich jetzt wenigstens mal Zeit habe, ein bisschen zu reden hier. Das ist aber echt nervig. Dass ich da die ganze Zeit die Klappe halten muss. Und dann vergesse ich, was ich sagen will. Regt mich ja schon ein bisschen auf. Aber die Grafik macht das schon wieder irgendwie wett. Vor allem im Sommer ist es ja richtig angenehm, sowas zu spielen. Ach, da ist das letzte Shanty. Guck mal einer an. Nehmen wir das jetzt noch mit? Ja, oder? Frage ist, eine Schuld einfordern. Wir nehmen das Handy noch mit. Wo ist ein Haufen zum Reinspringen? Nur da? Ich will noch mehr Haufen. Pass auf, jetzt wäre hier bestimmt ein Haufen gewesen. Ich ahne das schon. Na komm. Hä? Wie komme ich jetzt da hoch? Entschuldigung? Shanty. Was ist es?
7 von 7. Was ist es? Sag mir den Namen. Sag mir den Namen! Oh, da kann man wieder Piraten retten. Ich glaube, der Name war schon da. Und ich habe es bloß wieder übersehen. Nur mein kalter, toter Kadaver wird sich dir je beugen. Oh, schon geschafft. Gracias, meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. So, und jetzt ab zur Hauptmission. Damit wir auch endlich mal aus Havanna rauskommen. Eine feine Nacht, meint ihr nicht? Steed, wo bist du? Ach, da. Hallo, Steed. Gott straft mich mit diesem Almosen. 1000 Real für diese Karten. Was ist das? 100 Pfund bestenfalls? Wie soll ein Mann in diesen Zeiten denn nur reich werden, wenn Geizhälse wie Torres die Welt regieren? Habt ihr jemals, habt ihr hier auf einer Plantage gearbeitet? Weißt du, was ich denke? Ich würde gern das Observatorium sehen, von dem der Gouverneur sprach. Er sagte, es sei ein Apparat, der die Leute verfolgt und verrät, wo sie waren. So eine lachhafte Idee. Stellt euch vor, mein Weib hätte sowas gegen mich in der Hand. Stell dir vor, was ein solches Ding wert wäre. Verkauf es an den rechten Mann und ich wäre der reichste Pirat. Freibeuter der ganzen Karibik. Ich komme wieder, Bonnet. Da ist ein Weiser in diesem Haus, mit dem ich reden muss. Unter vier Augen. Ach, der gute Steed. Wachen aus Ambush-Zonen töten und nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Ja, das kriege ich doch hin. Guck weg. Einen von drei. Jetzt kommt der, schaut sicherlich nach. Sieht er den? Oder liegt er versteckt? Wow. Hat nicht gehört. Komm mal her. Komm mal her. Komm her. Ich will jetzt bloß schon mal alles erledigen. Damit wir es dann einfacher haben. Okay. Adlerauge. Dreh dich um. Das konnte er auch noch. Komm her. Komm her. Ja, komm. Ist ein Lieber. Ja, gut so. Tot. Wow, da steht noch einer. Na komm. Hey, wieso hört er denn nicht? Wow, das war knapp. Na dann kommen wir jetzt her. Ja, ich weiß, wie man das macht. Danke.
Wieder einer. Den plündere ich mal noch. Nur 15 Real. Wieso hört er ihn nicht? Ich stehe fast direkt neben den. Jetzt. Geht doch. Komm her. Lieber kein Risiko eingehen jetzt. Ich will mal 100% schaffen. Was? Jetzt wisst ihr, was ich mit hakelig meine. Nehmen wir halt noch die Kiste mit. In Assassin's Creed 2 hätte der übrigens neben sich gefasst und... Wow! Das war knapp. Erst dann wieder... Wow, da oben ist ja ein Schütze. Alter, hab ich ein Glück. Schön. Oder? Da oben ist doch ein Schütze. Wow, nein! Hey, para! Nein! Vuelve aquí, maldita sea. Un momento. Intenta darnos esquinazo. No sería. Habe ich schon erwähnt, dass das Spiel verbuggt ist? Ach, da unten muss der irgendwo sein. Ich bin sowieso schon viel zu weit. Gott, ich bin ein Hampel. Ja, danke. Ach, ich kann pfeifen. Mensch. Ist da oben jetzt ein Scharfschütze? Nee, ne? Guck weg, guck weg, guck weg. Los, weiter, 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 weiter. Nein. Was ist hier passiert? Wow. Basta ya. Wie ist dein wahrer Name, Schurke? Ich bin... Captain Leckmich. Pauvre Paysan. Wo ist der Weise? Hast du ihn befreit? Ich hatte nichts damit zu tun. So sehr ich es auch wünschte. Bringt ihn zum Hafen. Schickt ihn mit der Schatzflotte nach Sevilla. Wartet noch. Ich hab euch doch eure Schätze gebracht. Das stimmt, ja. Doch dafür nahmst du uns Duncan Walpole. Ach, schade.
Eine abscheuliche Darbietung. Dieser Zechpreller ist ein Nichtsnutz, Caroline. Bringt nichts zustande an Land und erst recht nicht auf See. Wenn er in die Karibik geht, bist du es, die leidet. Vater! Vater! Komm, Schatz. Komm wieder hoch. Der alte Wattwurm! Wehrt sich gewaltig! Ich hoffe, das stimmt. Du glaubst mir doch, oder? Siehst du mich denn nicht? Wie ich da stehe, an Deck eines Schiffes, das in den Hafen gleitet? Aber da stehe ich, ein Mann von Qualität. Mit 1000 Dublonen, die aus meinen Taschen quellen. Wie Regentropfen, ich kann es sehen. Oh, Edward. Na komm schon. La cena. Cometela rápido. Hast du Hunger? Idioten. Wachen von hinter einer Ecke töten. Und wie ist dein Plan, Kumpel? Eine Waffe finden und ein Schiff stehlen. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste. Da ist ja noch eine Ecke, oder? Quizá estemos a salvo. Unglücksraben. Komm her. Da ist noch einer. Dort ist die See unruhig heute. Ein Hurricane kommt. Hurricane. Kruzifix. Bist du tot? Descendendo ya! Bam! Warum kann ich mir nicht das Schwert nehmen? Ah, kann ich doch. Hätte ich die ganze Zeit schon machen sollen. Was? Ah, da sind meine Waffen. Wir stehlen eine Brig. Nimm, was du brauchst. Eine Minute. Wow. Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. Das wird jetzt spannend. Also das ist der Plan? Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht. Da ist eine Brig in der Flotte. Ich mach mich auf den Weg. Bam. Wow. Geht schon besser. Mit versteckten Klingen kann ich. Da sind noch Gefangene. Alto! Quiero hablar con... Haga los refuerzos! Para te digo! Todos a la vez! Oh, und der letzte. Stimmt gar nicht, da oben ist noch einer, aber die brauchen uns nicht kümmern. Die Sache hat einen Haken.
Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. 9 von 18. Wow, geht das schnell. Lässt du mich jetzt mal hier hoch? Gib es doch nicht. Nein! Warum nehmen wir eigentlich nicht alle Schiffe mit? Und der letzte. Das war mal eine gute Kombi. Na los, Leute. Wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. Und zum nächsten Schiffchen. Was? Mann! Ey, ohne Scheiß, ist es so schwer zu erahnen, wo ich hin will? Gott, ist das... Die Steuerung sensibel. Nein, hier ist niemand. Nein, hier ist niemand, sage ich doch. So. Na gut, dann benutzen wir den. Springt runter. So geht's auch. Dann befreien wir die. Und dann geht's weiter. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. Und zum nächsten Schiff. Ach, und das kann er jetzt plötzlich erahnen. Warum kann ich so kein Attentat ausführen? Ich will ein Luftattentat ausführen. Da unten steht doch jemand. Bin ich blöd? What? Was? Warum hält er sich nicht fest? Ist der total bescheuert? Oh Mann, ohne Scheiß, die Steuerung.